Dann heiße ich euch mal herzlich willkommen bei der Rennuni. Heute sieht das ganze Thema so aus, dass wir uns die Strecke Laguna Seca anschauen. Das Ganze im Streckenbasisformat heißt, wir fahren einmal langsam um die Strecke, schauen an, wo sind fiese Kurven, was sollte man vermeiden auf der Strecke oder was sollte man unbedingt machen, um da auch die Zeit optimal mitzunehmen. Jetzt nicht erschrecken. That's me. Wer mich nicht kennt, Johann Stefan mein Name. Ich lese ja auch einige, ja, ziemlich neue oder sogar ganz neue Namen, die heute mit dabei sind. Wer mich noch nicht so kennt, noch keine Gelegenheit hatte, Bilder von mir zu begutachten, so sehe ich aus. Kurve im Hintergrund sollte auch bekannt sein. Die schöne Rouge in Spa. Also So, über. ja, so viel dazu. Der Ablaufplan sieht vor, dass wir einmal heute die Streckenbegehung in ACC machen. Dann habe ich eine Beispielrunde vorbereitet, die wir dann wieder im Watch-Together-Format zusammen schauen. Und danach gehen wir auf eure Fragen ein und am Ende des Tages auf die Strecke trainieren, trainieren, trainieren und schauen, wo wir da noch ein bisschen Zeit finden. Einmal von oben die Trackmap, das ist Laguna. Relativ kurze Strecke, 3,6 Kilometer etwa. Wir sehen viele Kurven, wenig gerade, heißt also ganz klarer Indikator, High Downforce. Viel bergauf, viel bergab, sehen wir jetzt hier im 2D natürlich nicht, aber trotzdem, die Strecke bietet viel und macht auch richtig Spaß, wenn man sie denn gemeistert bekommt. Jetzt also Helm auf, anschnallen und Abfahrt. Quellen brauchen wir nicht. So. Dann würde ich auch einmal direkt loslegen. Ihr könnt bei mir in ACC aufs Auto gehen. Und dann krieche ich einmal über die Strecke. Wie schon angemerkt vom Richard, Boxenausfahrt schon speziell. So, lösen Pit-Limiter, kommen dann hier angeschossen, haben in der Mitte eine doppelt durchgezogene Linie. Durchgezogene Linien sind dafür da, nicht überfahren zu werden. Nicht, dass einige denken, okay, ich biege direkt rechts ab und kann dann die erste Kurve so nehmen, ja, auf der Ideallinie, auf der Rennlinie. Das ist nicht so vorgesehen. Ich kann euch auch verraten, wer es probieren möchte, kann es auch gerne gegentesten. Die Boxenausfahrt ist schneller als die Ideallinie außenrum. Also so viel dazu. Das lohnt sich nicht. Ihr kommt Vollgas hier unten, also angeschossen bis hierhin. Bremspunkt ist kurz vor dieser weißen Linie, die jetzt hier rechts, rechts in dieser doppelt durchgezogenen Linie auftritt. Links ist ja auch eine Linie da Genau, unten. das ist die gleiche Linie, die ist dann quasi durchgezogen. Oder kann man sich vorstellen, dass die durchgezogen ist? Genau. Also kurz vorher bremsen. Wichtig, auch wenn man maximal spät rangehen will, ist in dem Fall tatsächlich schon das Trailbraking. Ihr kommt mit kalten Reifen ohne Drücke hier runtergeschossen. Wenn ihr die Bremse einfach nur festhaltet und hier unten einlenken wollt, dann passiert gar nichts, außer dass ihr gerade ausrutscht. Also dann hier schön langsam. Dann die Linkskurve nehmen, die geht auch nur so mit, ja, weiß ich was, 50, 60 km/h, viel mehr ist das nicht. Also da geduldig sein, Auto gerade stellen, gucken, was für Verkehr auf der Strecke ist. Ja, der kann natürlich ja auch in die Ideallinie, oder ihr fahrt mehr oder weniger dann jetzt in dem Augenblick auf die Ideallinie drauf. Das kann natürlich auch zur Überschneidung kommen mit dem Rennverkehr, der schon stattfindet, und kann dann hier in der Bremszone kritisch werden, also da ein bisschen drauf achten. So, dann würde ich jetzt aber einmal direkt zur letzten Kurve fahren. Und die Runde wie gewohnt beginnen. So, wir beginnen die Runde ziemlich klassisch, schon fast am Bremspunkt der, oder ja, machen wir besser jetzt hier mal den Einlenkpunkt. Letzte Kurve. Hier wird das Ganze schön eng über den Curb gehalten. Maximal früh raus beschleunigen. Hier eine der wenigen Stellen, wo Track Limits relevant sind. Wir können hier sozusagen mit den linken Reifen auf den rot-weißen Curb bleiben. Alles, was dann mit den linken Reifen auf dieser grünen Fläche ist, das wird dann ungültig. So, von hier suchen wir uns dann die direkte Linie über Startziel.
Wir halten uns dann hier links an der Mauer. Ja, nicht zu eng fahren. Bleibt gerne mal der Spiegel hängen, gibt ein bisschen Schaden. Braucht man nicht. So, dann halten wir uns hier auch ziemlich nah an sozusagen an dieser doppelt durchgezogenen Linie. Nehmen da so wenig Weg wie möglich mit und lassen uns dann ab dem Punkt raustreiben Richtung der Schilder, die rechts stehen, beziehungsweise Richtung des Curbs, um dann die Anbremszone in Richtung Kurve 1, oder es könnte sogar sein, dass da schon Kurve 2 ist, in Angriff zu nehmen. Ja, Bremspunkt ist hier etwa diese weiße Linie auch, die rechts ist, ja, oder halt dieses Dreier-Bremsschild in dem Fall. Ich bremse im Idealfall so an, dass mein Auto leicht rechts neben der weißen Linie ist, um dann relativ zügig den Apex, den ersten Apex dieser Doppel-Linkskurve sozusagen anzuvisieren, um da gerade drauf zuzufahren. Ich bremse hier richtig tief rein mit in die Kurve. Hier habe ich immer noch die Bremse gehalten. Hier fange ich dann an, die Bremse richtig zu lösen. Ich überfahre den Curb hier nicht so gerne, kann man aber auch anvisieren. Ich halte das da lieber ein kleines bisschen weiter. Aber ansonsten ist das hier unser erster Apex. Von dem lösen wir uns hier dann. Fahren dann hier sozusagen weg vom Curb und legen hier das Auto um, um dann hier Richtung zweiten Apex zu gucken. Ja, der befindet sich dann quasi auch da, wo dieser Wurstcurb da auf der linken Seite ist. Ich stehe jetzt ein bisschen weit innen, ich fahre es lieber ein bisschen weiter außen und stehe dann zu dem Zeitpunkt etwa schon voll auf dem Gas. Das Auto kriegt dann relativ gut Slip, heißt, wir rutschen die ganze Zeit mit dem Heck so ganz leicht, können schön die Kurve nehmen und dann müssen wir rechts bis auf diesen weißen Randstein sozusagen raus. Bei diesem weißen Randstein muss man immer gucken, die kippen ab. Also die Strecke ist immer höher, Sand ist in dem Fall ein bisschen tiefer. Das heißt, wir müssen da schon aktiv runterlenken, sonst zieht uns der Sand in seinen Bann. Aber die Kurve vorher im V anfahren, oder? Im V praktisch, ja, oder? Aber kein klassisches V, weil man hält die Lenkbewegung schon relativ rund. Also, nicht zu weit raus, ja. Nicht genau, zu weit genau. Raus. Also kein richtig klassisches V. Nee, eigentlich, man fährt die ziemlich rund. Wir können uns auch gleich die Kurve nochmal von oben angucken. Können wir ganz gerne. Also, wer im Stream ist, sieht das eben. Ups. Da können wir uns das einmal angucken. Ja, das ist schon ziemlich rund. Also man trifft den ersten Apex, lässt sich dann nochmal ein bisschen raustragen. Nein, das ist schon eigentlich eine sehr runde Kurve. Also. Man kann also ziemlich der schwarzen Fläche eigentlich nachfahren, oder? Absolut, absolut, genau. Die ist da rund. Ist immer ein guter Indikator, bei optimaler Strecke gut sichtbar. Genau, dann geht es auch weiter. Wir fahren hier also mit den rechten Rädern auf dem Curb, verlassen dann hier den Curb geradeaus und müssen dann zusehen, dass wir relativ zügig das Auto gerade gestellt bekommen, um jetzt hier die Anfahrt für die nächste Kurve bzw. die Bremsphase gut initiieren zu können und nicht mit zu viel Lenkwinkel in die nächste Kurve zu gehen, sondern richtig schön geradeaus bremsen, also Auto gerade stellen und etwa zwischen diesen beiden Schildern, zwischen dem Zweierschild und dem Einerschild, ja. Da ist so etwa der Anbremspunkt. Hartes Anbremsen. Hier bei der nächsten Kurve muss man sich ein bisschen Gefühl erarbeiten. Also man hat häufig das Gefühl, dass die schneller gehen müsste. Geht sie aber nicht. Auch hier ist es empfehlenswert, die Kurve, ich sag mal, ziemlich mittig zu fahren. Sprich, keinen frühen Apex, keinen späten Apex, sondern ganz rund um diese Kurve. Wir visieren dann hier den rechten Curb an. Was wir aber auf gar keinen Fall wollen, ist rechts diesen Wurstkorb zu treffen. Also das geht dann komplett in die Hose. Und ansonsten müssen wir hier mit Geduld, ich fahre im dritten Gang hier raus, einfach um ein bisschen weniger die Traktionskontrolle regeln zu lassen. Sollte aber auch im zweiten gehen, da müsst ihr euch so ein bisschen das Gefühl erarbeiten. Aber in der Kurve liegt ganz klassisch richtig viel Zeit. Wenn man die nicht gut nimmt, da geht richtig was verloren. So, dann fahren wir die, wie gesagt, relativ klassisch raus. Also ist eine ganz, ganz runde Kurve, keine besonders späten oder frühen Apexes. Wir kommen dann hier raus
Ich komme in dem Fall sogar mit relativ viel Slip raus. Heißt, ich muss hier so eine Mini-Gegenlenkbewegung einleiten, um die Rotation aus dem Auto rauszunehmen. Bin dafür die ganze Zeit voll auf den Gas und komme dann aber auch hier wieder links bis an, ja, also bis auf diesen Streifen links raus und bin dann bis fast im Kies. In den Kies sollte man natürlich nicht fahren. Dann können wir eigentlich die ganze Zeit auf dem Curb bleiben. Lohnt sich eigentlich fast gar nicht runterzufahren, denn hier müssen wir für die nächste Kurve wirklich zusehen, dass wir maximal viel Streckenbreite ausnutzen, um die nächste Kurve schnellstmöglich zu umfahren oder zu durchfahren, besser gesagt. Die Kurve auch äußerst schwierig zu nehmen. Einlenkpunkt schwer zu sagen. Es ist auch eine Kurve, die sehr vom Gefühl lebt. Wir müssen dann auch hier, wie in der Kurve davor, den weißen Curb, nicht, also den rot-weißen Curb sozusagen anvisieren, dürfen aber auf gar keinen Fall den Das Wurstcurb wurde da, rechts da, ja ja. genau, weil das ist komplett K.O., dann geht es geradeaus in den Kies. Ja. Was man auch häufig macht, wenn man das nicht optimal trifft, dass man dann zu schnell ist, den Apex aber nicht richtig trifft, dann kommt man gleich links am Ausgang zu weit raus. Auch ganz kritisch, dann sieht man sich häufig auch gerne mal rechts in der Wand wieder. Heißt, wir kommen dann so hier raus. Und auch hier müssen wir, wenn wir es optimal treffen, diesen weißen Curb, der hier absackt, auf jeden Fall mitnehmen. Auch da, der fällt ab, müssen wir aktiv runterlenken. Man muss hier ein bisschen sozusagen die ganze Zeit länger lenken, als man es im ersten Augenblick glaubt. Aber immer schön Lenkung mitnehmen. Die Gefahr besteht immer, dass man hier den Sand mitnimmt. Das kostet Zeit und auf Dauer natürlich auch Reifendruck. Frage, bremst du die Kurve an, ganz leicht, oder gehst du nur vom Gas? Kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Ich glaube, nee, ich tippe die Bremse an. Ich tippe die Bremse an, ja. Können wir uns aber auch gleich in der Hotlap von mir mal angucken. Okay. Aber doch, nee, ich glaube, ich bremse die. Ja. Also ganz ohne Bremse geht nicht. Oder geht das? Ich weiß nicht. Ich ist tatsächlich eine Instinktsache, wo ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet habe. Schauen wir uns gleich an. So, dann kommen wir hier so etwa raus. Wir halten uns hier oder visieren dann hier auch wieder den Curb an. Schnellste Linie hier durch oder kürzeste Linie, besser gesagt, ist dann auch die schnellste. Und können uns dann auf den nächsten Anbremspunkt konzentrieren. Der ist etwa ziemlich genau bei diesem Zweierschild. Da sollte man lieber einen Ticken früher bremsen als einen Ticken später. In meiner Beispielrunde gleich werdet ihr sehen, dann war es nicht ganz optimal. Bisschen zu spät gebremst, zu schnell rein, dann komme ich nicht in die Kurve richtig rein. Kostet dann am Ende alles Zeit. Also hier rechtzeitig bremsen. Dann relativ früh so ein bisschen von der Bremse lösen und anfangen einzulenken. Die Kurve hat sehr viel Banking, also die ist rechts sehr überhöht. Heißt, die kommt uns da richtig entgegen, dass wir da viel Schwung mit durchnehmen können. Auch hier kann man rechts auf den Curb drauf fahren. Sollte man vielleicht auch im Trockenen. Die Gefahr besteht aber auch hier, dass wir einmal diesen Wurstcurb treffen, was wir natürlich absolut nicht wollen. Und wenn wir uns hier am Curb halten, ist der Ausgang besonders fies. Wenn wir hier einen Tick zu lang drauf bleiben und jetzt hier hochfahren und sozusagen ja, die Wüste noch leicht schneiden, gibt es einen ganz fiesen Schlag ins Auto, der ihn dann auch links oder rechts in den Kies befördern kann. Ja, deswegen da ein bisschen vorsichtig sein. So, dann kommt ihr hier raus. Sollte etwa dann der dritte Gang sein. Also ich fahre im zweiten Gang rein, also mache quasi schalte runter bis in den zweiten Gang, mache dann im Apex mehr oder weniger den Short Shift in 3 und beschleunige dann raus. Dann merkt man, das Auto trägt es nach oben. So dass man dann hier auch wieder den Curb mitnehmen sollte, wieder der Indikator auch. Der Curb ist quasi mit Reifenspuren versehen, ist auch das Zeichen. Sollte man also im Idealfall mitnehmen. Ja, auch da ganz oft gesehen, dass man dann rechts in den Sand kommt, kann böse enden. So, jetzt kommen wir zu einem der, boah, kritischsten Stellen eigentlich, weil wir kommen jetzt hier blind die Kuppe hoch, sehen rechts unsere Bremsschilder 3, 2, 1 und wir sehen jetzt kurz vor der Bremszone immer noch nicht, wo wir eigentlich gleich hinfahren.
So, ich bremse hier ziemlich genau zwischen den beiden. Einmal ganz kurz an. Ich tippe die Bremse auf, weiß ich nicht, 50 bis 80%. Tippe ich die an, verzögere um vielleicht 20 km/h. Lass dann das Auto rollen. Jetzt zu dem Zeitpunkt sehen wir langsam, wo wir hinwollen. Wir sehen dann auch hier ganz wichtig diesen inneren Körb an. Hier müssen wir den auf jeden Fall mitnehmen. Aber auch da natürlich Wurstkörb verboten. Endet böse. Wenn ihr aber zum Beispiel mit den Rädern außerhalb des Körbs bleibt, beziehungsweise innerhalb des Asphaltbandes, reicht das nicht aus, um maximale Geschwindigkeit jetzt den Berg mit hochzunehmen. Denn ihr wollt euch richtig in diese Senke reinfallen lassen. Zu dem Zeitpunkt bin ich die ganze Zeit leicht auf dem Haltegas, habe dann hier so 10-20% Haltegas und wirklich ab der Senke bin ich dann wieder voll drauf. Ja, wenn ihr jetzt sozusagen weiter rechts seid, merkt ihr richtig, wie euch das nicht hilft, dass ihr hier rumkommt und ihr müsst ganz lange warten, bevor ihr wieder aufs Gas gehen könnt, weil sonst fahrt ihr gleich zu weit rechts. So, dann kommen wir also da raus. Hier haben wir dann auch wieder das Thema Track Limits. Wir fahren das Ganze so, dass wir mit den rechten Reifen auf der grünen Fläche fahren. Linke Reifen auf den Curb. Wenn die linken Reifen sozusagen rechts neben dem Curb sind, haben wir ein Track Limit Problem. Aber bevor das Track Limit Problem auftritt, sind wir dann auch schon mit den rechten oder mit der rechten Fahrzeugseite im Kies. Ist auch besonders fies, kann man retten, sollte man vielleicht nicht mit Vollgas retten, aber das dauert dann auch, bevor man da rauslenken kann. Hier gibt es noch zu beachten, so eine Wasserablaufrinne zwischen dem Grün und der Wüste sozusagen. Die ist auch richtig fies, die hält euch fest, beziehungsweise kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, die kann euch auch richtig das Rennen versauen, wenn ihr mit einem leichten Slip, einen leichten Drift auf diese Fläche kommt und ihr wollt das ganze Ding korrigieren und ihr verhakt euch da drin und kriegt auf einmal wieder Grip, dann biegt ihr ab in die Richtung, in die ihr gerade korrigiert. Ich bin hier quasi einmal im Rennen Ist die da 90 Grad ganz rechts in die rechts? Wand. Die ist ganz Ist die da rechts. ganz rechts zwischen diesen zwei weißen Linien praktisch, oder? Dieses. Nee, da sind keine zwei weißen Linien, das ist diese Rinne, ja. Also wer im Ach so. Discord-Stream ist, kann mal kurz zugucken. Ups. Ja, da sieht man das. Ah, das Tyrene, ja. Ja, genau. Ja, also da bin ich einmal im Rennen richtig rechts in die Mauer abgebogen, weil ich das korrigieren wollte, habe Grip bekommen. Das war eine Katastrophe. Genau, also wenn man hier drin landet, kann passieren, geduldig sein, relativ lange rechts bleiben, mit wenig Lenkwinkel hier rausfahren. So, jetzt fahren wir wieder blind den Berg hoch. Man kann sich dann leicht nach rechts orientieren. Einige fahren auch bis rechts auf den Curb drauf. Muss man nicht zwangsläufig. Wichtig ist aber, dass man für die nächste Anbremsphase sozusagen, ja, oder dass man die ganze Zeit gerade anbremsen kann. Wir sehen jetzt hier wieder nicht, wo wir am Ende des Tages hinwollen. Ja, auch hier dient gut als Orientierung die Reifenmarkierungen auf der Strecke. Wenn man ein bisschen fährt, entwickelt sich auch ein Gefühl dafür. Ansonsten so diese zwei bzw. die weiße Linie, die rechts auch an der Mauer angedeutet ist, hilft da, sich zu orientieren. Oder wo die Körbmarkierung, na, diese weiße Markierung beginnt an der Straße, oder? Ja, genau. Aber das könnte schon ein Ticken zu spät sein, ne? Also da müsst ihr euch Okay. rantasten. Hier seid ihr noch nicht entlastet, das Auto. Also hier könnt ihr mehr oder weniger noch volle Kanne bremsen. Dann kommen wir über die Kuppe. Ich halte es meistens so, dass ich dann hier auf der Kuppe mit der rechten Fahrzeugseite auf den Curb bin. So, und hier ist dann Trailbraking ganz wichtig. Also ich bin kein Freund davon, mit maximaler Bremsung Richtung nächste Kurve zu schlittern, sondern ich bremse hier lieber so mit 80% und habe ein bisschen Luft, da die Lenkung einzuleiten. Denn auch hier, ihr kommt halt aus dieser Entlastung heraus. Die Wahrscheinlichkeit, dass euch ein Rad stehen bleibt und ihr nicht richtig einlenken könnt, ist ziemlich hoch. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Da muss man sein Maß finden, um dann hier gut rüber zu kommen. Die Bremsung zieht man hier ziemlich lange gerade mit, bis etwa hierhin, wo wir dann die Lenkung quasi, ja, also wir lenken dann nach links, lösen die Bremse.
Auch hier kann man den schwarzen Spuren wieder ganz gut folgen. Und im Idealfall können wir dann hier leicht über den Curb bis hin leicht aufs Grüne mit der linken Fahrzeugseite cutten. Ja, nicht so weit. Ihr seht, der grüne Asphalt, der lackierte Asphalt, der geht nochmal richtig hoch. Also sprich, wir haben da eine richtige Senke. Und wenn wir dann links zu weit hochfahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass euch das Auto aufsetzt oder ihr gleich beim Umlegen in die Rechtskurve ein leichtes Heck habt, ist ziemlich hoch. Und dann kann es halt auch passieren, dass ihr euch nach links herausdreht. Also dass ihr euch dann links gleich an der Mauer Ja, wiederfindet. genau, ich fliege dann oft einmal in die Mauern ein. Genau, sollte man vermeiden. Kann man machen, indem man hier nur etwas weniger drüber cuttet. So, jetzt ganz wichtiger Punkt. Wir sehen da vorne den fröhlichen Felix, der mit seiner grünen Flagge herumwinkt und der sagt euch jetzt, ey, hier wollt ihr lang. Wenn ihr das Auto in dieser Position habt, dann wisst ihr, dass ihr für die Corkscrew das Auto gut positioniert habt. Das ist quasi der Punkt, den wir anvisieren. Und wenn wir jetzt hier geradeaus zufahren, dann fällt das Auto genau so rein, wie wir das wollen. Ja, wir können dann rechts leicht auf den Curb drauf. Empfehlung ist es schon, innen zu fahren. Ich fahre es aber auch nicht gern zu weit innen, dann setzt das Auto auf. Lieber ein bisschen runterfahren, auch hier so ein bisschen an den Reifenmarkierungen auf der Strecke orientieren. Dann seid ihr nämlich für die nächste Kurve ein bisschen besser aufgestellt, als wenn ihr die von zu weit außen fahrt. Also die rechte Fahrzeugseite darf ruhig die gesamte Corkscrew runter, ziemlich nah am Curb oder zur Not auch auf dem Curb sein, aber halt auch nicht zu viel, nicht auf den Grünen, dann setzt das Auto ein bisschen sehr auf. So, dann geht's in die nächste Kurve, das geht Vollgas bis hierher. Wir sollten uns dann hier einen Tick nach rechts orientieren. Ja, wenn man da zu schnell vorher aus der Kurve kommt oder die Corkscrew zu weit gehen musste, dann wird man hier Probleme haben, sich rechts zu orientieren. Dann muss man sehen, wie man das Ding über die Innenbahn rettet. Geht zur Not auch noch, aber ideal Richtung Curb. Nach ganz rechts fahre ich auch nicht raus. Aber probiere dann hier sozusagen auch den Reifenmarkierungen zu folgen. In dem Fall tippe ich, glaube ich, die Bremse auch nur ganz leicht an, auch nur fürs Gefühl. Muss man, glaube ich, nicht mal machen. Also man kommt da voll durch, also beziehungsweise man kommt voll an, muss dann lupfen und kann dann mit ein bisschen mit dem Gas spielen und sieht zu, dass man dann hier wieder die Orientierung hin zu dem inneren Curb kriegt. Ja, also da kann man halt ein bisschen mit dem Gas spielen, mal ein bisschen weniger, also das Auto mehr rollen lassen, dann rotiert es ein bisschen mehr Richtung Apex. Wenn man ein bisschen Gas gibt, dann vergrößert das euren Kurvenradius. Da muss man ein bisschen spielen. So, auch hier, der Curb innen darf überfahren werden. Die Gefahr besteht natürlich wieder da, in den Wurstkorb zu treffen. Ist eine ganz bittere Geschichte, endet meistens böse. Dann geht es auch Vollgas hier raus. Hier rechts kommt jetzt eine asphaltierte Fläche mit Curb. Die würde ich euch empfehlen, wirklich nur im allergrößten Notfall mitzunehmen. Ansonsten probieren, im Asphaltband zu bleiben, maximal hier am Ende den Curb außen leicht zu streicheln, das ist in Ordnung. Aber einmal rechts auf den Curb besteht einfach die Gefahr, wenn ihr zu schnell seid oder dann keine Reserve mehr habt für die Lenkung, dass ihr hier geradeaus in den Sand fährt. Das wollen wir natürlich nicht. So, dann fahren wir relativ schnell hier rüber, denn wir wollen das Auto wieder geradeaus stellen, um einfach mit wenig oder besser gesagt mit keinem Lenkwinkel zu bremsen. Bremspunkt ist hier tatsächlich eine Gefühlssache, würde ich sagen. Wahrscheinlich zwischen den beiden Schildern 2 und 1. Achte ich aber tatsächlich gar nicht drauf. Passiert nur rein durch Gefühl. Kurz anbremsen. Das ist gar keine so starke Bremsung. Und dann hier reinrollen lassen. Ja, hier kann man sich richtig schön reinfallen lassen. Auch da wieder Curb anvisieren, optimal. Die Wahrscheinlichkeit, aber hier den Wurstkorb zu treffen, die ist äußerst hoch. Tobi, wir hatten da schon die Erfahrung, ich glaube im Rennzeittraining oder so, ne, da haben wir regelmäßig unsere Runden weggeschmissen, weil man denkt, das muss doch jetzt passen und irgendwie das rechte Rad dann doch zack auf diesen Wurstkorb drauf. Ganz bittere Den Geschichte. kenne ich sehr gut, ja. Ja, genau, der macht wirklich absolut keinen Spaß. Lieber ein bisschen zu viel Luft lassen als zu wenig.
Ja, kostet zur Not 2-3 km/h, tut aber nicht so weh, wie sich dann geradeaus im Sand wiederzufinden. So, dann am Exit, wenn wir maximal schnell sind, müssen wir auch hier wieder links den Körb mitnehmen. Der sackt wieder ab, heißt aktiv runterlenken. Dann sind wir aber, also wenn wir wissen, unser Auto ist hier positioniert, weil wir es müssen, dann hat das mit der Geschwindigkeit höchstwahrscheinlich gestimmt. Dann wieder relativ strikt nach rechts fahren. Und das ist dann die Vorbereitung auf den letzten Bremspunkt, kurz vor dem Zweierschild. Das ist mein Bremspunkt. Gerade anbremsen. Wenn dieses Schild mal weg ist, ja, schwierig. Es gibt keinen wirklichen Anhaltspunkt, keinen anderen Anhaltspunkt. Vielleicht 20 rechts Meter vor der die weißen. Markierung, wenn die aus dem Bild Genau. verschwindet. Ja, oder man muss dann halt sehen, wir haben ja dann wieder kurz rechts vor uns an der Wand, wahrscheinlich etwa gleich mit der 100-Meter-Markierung, ich weiß es nicht. Vorher halt, da muss man sich ein Gefühl erarbeiten, am besten auch mal, wenn man sich für einen Wettkampf vorbereitet, sozusagen probieren nach Gefühl zu bremsen. Ne? Man kann sich auch ein bisschen nach der Boxenausfahrt, Boxeneinfahrt, Verzeihung, nach der Boxeneinfahrt orientieren, wenn man dann so innerlich so die Uhr tickt, du weißt, okay, jetzt bin ich da so und so lange vorbei auf dem Anker. Ja, geht, kann man sich dran gewöhnen, die ersten Bremsungen sind dann aber bestimmt, ja, nicht perfekt. So, dann hier rechts am Curb geradeaus anbremsen. Hier dann anfangen, die Bremse zu lösen, um dann hier möglichst viel zu cutten. Ja, auch da natürlich wieder Brustkorb nicht treffen. Aber den rot-weißen Korb kann man schon schön mitnehmen. Und dann kann man hier schon wieder voll auf dem Gas stehen. Schön den Schwung mitnehmen. Hier können wir bis hierhin rausfahren, wirklich alles mitnehmen, was geht. Dass wir sozusagen mit der linken Reifenseite gerade so noch auf dem Korb sind. Maximale Streckenbreite Ist ausnutzen. der Track Limit die weiße Linie oder der Curb? Der Korb. Ja, jetzt ist es gerade bei mir auf rot umgeschwungen, heißt. Irgendwo habe ich es jetzt gerade um ein paar Millimeter doch verletzt, das Track Limit. Geh mal von außen nach außen, zeig's mal von außen. Ja, irgendwo war ich da jetzt vorher Ah, wahrscheinlich gerade leicht gleich. drüber. Ich weiß es jetzt auch nicht genau wo. Aber den noch maximal mitnehmen, wird man im Training Da geht erfahren. noch, okay. Genau, wo es dann nicht mehr geht. Ja, und dann sind wir auch schon fertig mit der Runde. Und fahren dann hier wieder quer über die Strecke links zur Mauer hin. So, ich habe jetzt kalte Reifen, das heißt, die Runde zu zeigen, das wird jetzt wenig Sinn machen. Dann hier wieder orientieren. Hier Short Shift. Ich mache Short Shift in 1, gehe dann hier wieder in 2 und bin dann hier zu dem Zeitpunkt schon wieder voll auf dem Gas und drehe mich da raus. So, wie das Ganze in schnell aussieht, würde ich euch einmal zeigen wollen im Watch Together. Alles klar. So, dann hoffentlich kriegen wir es jetzt mal in einen Zug durch. Na, von außen ist halt relativ interessant, weil man da die Ausnutzung der Strecke ganz gut beobachten kann. Die Einlenkpunkte. Ja, also da war rechts zum Curb, zu dem Wurfkorb wirklich gar kein Platz mehr. Das hätte schief gehen können. Hier ein bisschen zu schnell rein. Kurz Bremse antippen, reinfallen lassen und dann schon wieder voll drauf. Hier bleibe ich dann noch im vierten Gang. Bisschen spät dran in der Lenkung. Rutscht jetzt da aber nirgendwo in der Kurve, oder? Nö, das Auto ist eigentlich ziemlich auf dem Also Asphalt bin geklebt. ich praktisch, wenn ich ins Rutschen komme, bin ich zu schnell in der Kurve. Ja, so ein ganz Oder? leichtes Rutschen ist in Ordnung, aber es muss halt kontrollierbar bleiben, ne? Hm. Also, dass du das Auto immer unter Kontrolle hast. So, das war jetzt eine 1:21.470. Ach du Scheiße. Muss man dazu sagen, der Porsche ist ja natürlich auch das super Auto für diese Strecke, keine Frage. Der funktioniert hier wirklich hervorragend.
Bremsen ist wirklich nicht einfach. Genau, ich bleib da auch im zweiten Gang. Wenn man merkt, man überschießt vielleicht ein bisschen da oben, kann man auch nochmal den ersten Gang nehmen, um noch ein bisschen mehr Motorbremse zu bekommen. Hm. Bergab fahre ich aber tatsächlich dann lieber in den zweiten Gang rein. Ja, kurze Fehleranalyse, was ist schiefgegangen in der Runde, kann ich euch auch einmal zeigen, brauche ich euch nicht vorenthalten. In dem Fall hier an der Kurve Ticken zu spät auf der Bremse, beziehungsweise Bremse zu spät gelöst. Ja, heißt, ich fahre mit zu viel Bremse in die Kurve rein. Die Vorderräder sind aber mit Bremsen beschäftigt, die wollen keine Kurvenfahrt. Deshalb treffe ich das dann nicht perfekt. Ne? Also ich hätte einfach die Bremse ein bisschen früher lösen müssen, dann hätte das ganz gut gepasst. So fällt es mir halt schwer, sich dann innen am Körb zu halten. Da liegt auch aus der Kombination heraus, dass du zu spät gebremst hast, dann eher zu lösen, dass du mit dem Gefahrlos zu schnell reinzufahren? Bitte nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also du hast ja gesagt, du hast ja zu spät gebremst ein bisschen. Ja, genau. Genau. Und wenn du die Bremse dann eher löst, wäre das dann egal gewesen? Also dass du auch den mehr Speed damit reinnimmst? Ja, wahrscheinlich wäre das Bremse lösen in dem Fall das ultimative Lösungsmittel gewesen. Einfach weil die Vorderachse halt dann entsprechende Reserven hat, in die Kurve reinzulenken. Ja, man hat jetzt gesehen, ich rutsche mehr oder weniger auf der Bremse noch einen Tick geradeaus und da war der Einlenkpunkt halt dann sozusagen weg, ging halt nicht, hat er nicht angenommen, die Vorderachse. Okay. Und sonst hätte er das wahrscheinlich ganz gut gepasst. So, die war ziemlich perfekt, da gibt es nicht mehr viel zu holen. Und hier hätte ich vielleicht auch wirklich nur Meterchen früher bremsen sollen. Also wirklich, da fehlt nicht viel. Aber ich kann jetzt hier aufgrund meiner relativ hohen Geschwindigkeit einfach erst recht spät lenken. Und lass halt dann so, keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter links liegen, die ich hätte noch mitnehmen können. Oder beziehungsweise die ich hätte mit mehr Geschwindigkeit auch nehmen können. Wenn ich einfach mit der Bremsung rechtzeitig fertig gewesen wäre, hätte ich noch 3, 4 km/h hier mehr mit durchnehmen können. Und hätte ein bisschen weniger Kurve sozusagen jetzt gehabt, bevor ich dann das Auto nach rechts umlege. Ja, also da würde ich jetzt einfach hast du jetzt ganz oben gebremst oder warst du schon mehr auf dem runter vom Berg oder noch rauf? Nee, ich habe schon erst ganz oben, oder? Vorher, also vor der Kuppe. Vorher schon, also, ja, also vor der Kuppe. Ah, hier ziehe ich jetzt die Bremse auf. Ich mache es ehrlich gesagt nach Gefühl. Also auf jeden Fall vor der Kuppe, auf der Kuppe. Ja, ungefähr bei der weißen Markierung. Ja, genau. Ja, genau. Dann die Bremse ein bisschen lösen, Trailbreaking sozusagen. Und im Idealfall wäre ich jetzt hier halt ein paar Zentimeter weiter links, hätte mir die nächste Kurve ein bisschen einfacher gemacht, beziehungsweise hätte ein Ticken eher voll auf dem Gas stehen können, nehme ich mehr Schwung mit bergab. Ja, kann ich jetzt halt so in dem Fall nicht, war jetzt trotzdem nicht schlecht, aber geht besser. Ja, auch hier komme ich dann jetzt nicht ganz unten rein. Ja, habe ich dann meinen Respektabstand zum Körb gelassen. Zur Not halt halber Meter weiter drin. Der wäre auch noch von der Geschwindigkeit her ein bisschen mehr gegangen. Ja. Aber sonst wird es links zu eng. Ja, das ist ja das, wenn du dich dann sozusagen reinfallen lässt in diese Kuhle. Die hilft dir unfassbar, ne? Dass dein Auto sich setzt, dass du da unten richtig schön viel Downforce hast, dass du dein Auto umlegen kannst und dann hätte das auch mit einer bisschen höheren Geschwindigkeit gepasst. Ist halt auf Laguna Seca, also der Ritter auf der Kanonenkugel, ne? Richtig. Ja. Mhm. So, hier Bremspunkt hat eigentlich auch gestimmt. Ich hätte einen Tick früher lenken können und ein bisschen mehr Speed mit durchnehmen können. Ich treffe jetzt hier, glaube ich, den Curb innen fast gar nicht. Also auch da kann man noch so 5 km/h mehr mit durchnehmen, wenn halt die Linie dann auch stimmt. Man liegt da auch noch ein, zwei Zehntelchen. Ja. Am Ende war es jetzt trotzdem eine 1:21.4, was meine Personal Best, genau, ist meine persönliche Best. Insofern kann ich das auch noch verbessern. Geht noch was. So viel zur Analyse.